Hallo, wer bist du, was machst du? Ja, ich bin Jan Julko, ich bin Geschäftsführer von MCube. Was ist denn das? MCube ist ein Incubator, der jungen Firmen dabei hilft, zu gründen, groß zu werden und dann hoffentlich erfolgreich. Jetzt frage ich mal ein bisschen zynisch, braucht die Welt denn noch einen Inkubator? Viele Menschen sagen, es gibt mehr Inkubatoren als Startups in Deutschland. Das stimmt. Ich glaube, sie braucht noch einen Inkubator wie uns. Wir haben ein ziemlich klares Zielprofil und sagen wir mal unsere Nische. Und glaube ich, dadurch haben wir auch eine ganz gute Daseinsberechtigung. Ja, da musst du dir jetzt aber auch nochmal erklären. Also welche Phase fokussiert ihr an oder welche Themen? Was gebt ihr den Leuten? Was ist so euer USP? Also ich nenne uns immer gerne das Ruhrgebiet der Inkubatoren. Wir machen eher so hemdsärmliche Hands-on-Themen. Das bedeutet, wir kümmern uns um Themen, die wirklich dem User einen Mehrwert bieten und nicht, sage ich mal, irgendwelche Fantasiethemen wie ein Twitter, ein Amen oder ein Facebook. Heißt das in der Konsequenz, dass ihr eher Copycats macht? Nee, das würde ich nicht sagen. Das heißt eher in der Konsequenz, dass wir uns Themen nehmen, die in der realen Welt anstrengend sind. Thema Versicherung ist ein schönes Beispiel, wo wir herkommen von Check24. Auch das Thema Umzug zum Beispiel, was wir momentan machen, das wollen wir einfach durch die digitale Umsetzung etwas leichter machen für den User und somit, Ihr wollt Problemlösungen in die digitale Welt heben, habe ich so ein bisschen daraus gehört. Genau, exakt. Also es bedeutet Probleme, die der User in der realen Welt hat, die dort anstrengend sind, wollen wir digital unterstützen, damit es dort etwas einfacher wird. Und Du hast gerade den Namen Check24 fallen lassen. Welche Rolle spielen die hier? Check24 sind die Mitgründer von MCube. Das bedeutet, die ganze Vorstandsriege von Check24 ist bei MCube mit dabei, steht sowohl mit Kapital, aber eben auch mit Know-how den Startups zur Verfügung und ist da auch wirklich sehr aktiv in der Beratung der Startups. Warum machen die sowas? Defokussiert es nicht? Sollten die sich nicht darauf konzentrieren, Versicherungen an den Mann zu bringen und an die Frau? Genau, die fokussieren sich auch, Versicherungen an Mann und Frau zu bringen, aber die haben natürlich jetzt, sage ich mal, 1999 gegründet, sind sehr früh dabei gewesen in der ganzen Startup-Szene. Die haben Erfahrungen, glaube ich, wie ganz wenige in der deutschen Startup-Szene, auch ein Unternehmen aufgebaut, was, glaube ich, in dem Bereich so ein bisschen seinesgleichen sucht. Von daher, glaube ich, die können sehr viel weitergeben und das macht ihnen auch regelrecht Spaß. Also ich glaube, die sehen das nicht als Arbeit, sondern eher als Freizeit, wenn sie jungen Teams da helfen können, auch Fuß zu fassen. Wie passt du in dieses Konstrukt? Ich habe schon gehört, dass du ähnlich wie ich so ein bisschen Anglizismen verseucht bist, dass du sozusagen auch sehr unternehmerisch digital sprichst. Wie bist du zu dem Ganzen gekommen, mal ganz kurz? Ja, ich habe ein Unternehmen gegründet 2003, das war in dem Bereich Versicherungsvergleiche unterwegs, allerdings auf der B2B-Seite. Das Unternehmen haben wir langsam aufgebaut, Check24 war damals einer unserer großen Kunden. 2009 hat sich Check24 dann überlegt, dass sie diese Software gerne unter Kontrolle hatten, denn wir waren damals quasi reiner Dienstleister, haben uns damals gekauft, haben mich 2009 zum Vorstand von Check24 gemacht. Seitdem war ich dabei, war 3 Jahre im Vorstand, habe dementsprechend auch mal ein etwas größeres Unternehmen gesehen und wollte dann aus persönlichen Gründen wieder zurück nach Berlin. Und da haben wir uns damals mit dem Gründerteam überlegt, was kann man machen. Und da schien ein Incubator eine sehr gute Idee. Okay, also Berlin. Gib uns nochmal ein bisschen Gefühl, was sind so die Deal-Terms, die bei euch vorherrschen? Wie viel Prozent nehmt ihr den Leuten ab? Welche Ideen interessiert euch? Wann sollte jemand zu euch kommen? Wer sollte zu euch kommen? Also bei uns suchen wir generell Pre-Seed oder Seed, wie man so schön sagt. Das bedeutet die ganz Frühphase, Leute, die momentan eine Idee haben, im Idealfall schon ein komplettes Team, geht aber auch inkomplette Teams. Das heißt, wenn zum Beispiel der CTO oder der Programmierer fehlt, alternativ jemand im Marketing fehlt, das nehmen wir auch sehr gerne mit auf. Tendenziell richten wir uns an Erstgründer, da wir glauben, dass wir dann am meisten unsere Erfahrung weitergeben können. Jemand, der schon 4, 5 Startups gegründet hat, glaube ich einfach, der hat einen Incubator nicht nötig. Was bieten wir denn Teams? Wir beschleunigen die Teams maßgeblich, indem wir ihnen so die ganze Hintergrundarbeit abnehmen, das heißt Buchhaltung, Marketing, Aufbau, Recruiting-Prozesse mitgestalten. Und nebenbei geben wir ihnen natürlich auch Geld, das ist zwischen 50 und 250.000 Euro, was wir den Teams zur Verfügung stellen. Damit sollten sie nach Businessplan ungefähr ein Jahr hinkommen. Das ist auch das, wie das Konzept hier ausgelegt ist. Wir wollen pro Jahr 4 Teams aufnehmen. Die sollen ein Jahr durchfinanziert werden und nach einem Jahr sollen sie dann die Größe erreicht haben, dass sie aus dem Incubator wieder ausziehen und sozusagen ein eigenständiges Team werden und natürlich dann so ein bisschen in unserem Alumni-Konzept existieren, dass sie dann auch wieder Startups, die wir in dem nächsten Jahr in den Incubator mit reinnehmen, helfen, die nächsten Teams mit aufzubauen.
Was ist das Preisschild für diese ganzen Leistungen? Das Preisschild ist unterschiedlich, muss man dazu sagen. Wir haben jetzt nicht Fixed Terms, dass wir sagen, wir nehmen x Prozent dafür. Das kommt sehr darauf an, wie viel Leistung wir noch mit reinbringen. Das heißt, ein komplettes Team, da nehmen wir mal sowas wie 10, 15, 20 Prozent. Ein inkomplettes Team, wo wir sagen, dass wir wirklich auch einen großen Teil der strategischen Leistung bringen, sag ich mal bis zu 50, aber eigentlich nie über 50. Ich hätte die Diskussion ja mit Lars immer so ein bisschen hier mit Hack Forward, weil dieses Pre-Seed kann man ihm, glaube ich, auf die Fahne schreiben, diesen Begriff hier in Deutschland salonfähig gemacht zu haben. Da meinte ich auch, ob es nicht ganz schön teuer ist. Ich glaube, der nimmt 27, wenn ich mich richtig entsinne, für Pre-Seed und dann irgendwie auch ähnliche Finanzierungsvolumina wie ihr. Seine Antwort war, dass das Risiko sehr, sehr hoch ist und das deswegen gerechtfertigt ist. Siehst du es auch so? Ja, auf jeden Fall. In einem Pre-Seed ist natürlich das Risiko am allerhöchsten, denn man weiß noch gar nichts. Ich meine, in der ersten größeren Finanzierungsrunde, da gibt es wenigstens schon Prototypen, da gibt es schon vielleicht erste Konzepte, man hat User-Feedback, in einem E-Commerce-Konzept vielleicht erste Verkäufe, dass man so ein bisschen sieht, wie kann man denn die Kunden einkaufen und wie viel Marge hat man. Pre-Seed ist ja komplettes Stochern im trüben Wasser. Das bedeutet, klar, für uns ist das Risiko natürlich riesig, da wir oft nur Papierideen finanzieren und dementsprechend muss man einen relativ großen Anteil für einen verhältnismäßig geringen Geldbetrag nehmen. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass das Involvement, was wir haben und die Aufmerksamkeit von der Managementseite, die wir in den ersten 12 Monaten reinstecken, sicherlich wesentlich höher ist als ein Venture Capitalist, der in den nächsten Runden sich vielleicht ein paar Kennzahlen zuschicken lässt und hin und wieder mal alle 2 Monate in so einem strategischen Workshop so ein bisschen drüber geht. Also ich glaube, dass man einfach auch persönlich sehr viel einbringt und dadurch halte ich es für gerechtfertigt. Ich glaube, es ist so ein bisschen so eine Trias. Du hast den Faktor Risiko, du hast den Faktor Geld und du hast den Faktor Involvement. Je mehr Geld, desto weniger Involvement, aber auch desto weniger Risiko. Ihr seid sozusagen sehr, sehr früh. Trotzdem, unsere Leser sind immer sehr, sehr kritisch. Und ich sehe so Kommentare aufkommen wie, ja, die nehmen nur Erstgründer, die können sie besser übers Ohr hauen. Da werden wieder Gründer die Ideen weggezogen und so weiter und so fort. Sind es so eine Konflikte, Dinge, die du öfters hörst? Jein. Also eigentlich bisher die Teams, die sich bei uns vorgestellt haben, waren, klar, das ist natürlich auch eine Selbstselektion, das sind auch die, die zu einem Incubator hinkommen möchten. Da wurde es aber sehr, sehr positiv aufgenommen. Und ich kann es wirklich nur aus meiner eigenen Perspektive sagen, aus 2003, da waren viele Situationen, wo es eher Glück war, dass wir überlebt haben, weil wir wirklich gewisse strategische Fehler beinahe gemacht hätten aus gewisser Naivität. Und ich glaube einfach jemand, der gerade so dieser klassische Gründer, der vielleicht von der Uni kommt und 2 Jahre Berufserfahrung hat, der kann einfach noch nicht die Managementbreite gesehen haben, dass er keinerlei Fehler macht. Von daher glaube ich, dass das eigentlich eher eine sehr gute Symbiose ist, diese Erfahrung gerade bei Erstgründern mit reinzubringen. Und da muss man auch wieder sagen, jemand, der nur mit einer Idee kommt und am Ende noch 50% oder 70% hält und kriegt das alles finanziert, plus setzt sich in ein gemachtes Nest. Also da würde ich den Spieß fast umdrehen. Ich finde, dass eigentlich der Deal für die Gründer auch sehr, sehr gut ist. Was befähigt dich denn eigentlich, die Seite zu wechseln? Ich meine, du bist selber Unternehmer gewesen. Ich finde, es ist ziemlich anders, jetzt sozusagen Investor auf eine Art zu sein und Ideen zu erkennen, die wirklich gut sind. Weil bei deinem Thema war es vielleicht tief drin und so weiter. Man hat Fachexpertise. Was glaubst du, gibt dir sozusagen die Befähigung dazu? Ich glaube nicht, dass ich die Seite gewechselt habe, weil ich ja ganz intensiv mit den Startups am Anfang zusammenarbeite, wenn wir sie denn aufgenommen haben. Also es bedeutet, die einzige Phase, wo ich die Seiten gewechselt habe, ist in der Selektionsphase. Die mache ich auch nicht alleine, sei dazu gesagt. Das bedeutet, wir machen das in einem Investmentkomitee gemeinsam mit den Gründern von Check24. Das heißt, da haben wir den CTO von Check24 mit drin, der sich das technisch nochmal genau anguckt. Wir haben den Marketingchef mit drin, der einfach das Marketingkonzept noch mal auseinander nimmt. Ich glaube, dass wir dadurch eine ganz, ganz gute Mischung aus Erfahrungen haben und es gut abschätzen können, da wir uns eben in diesen Bereichen bewegen, wo auch nicht wirklich Riesenrevolutionen gemacht werden, sondern einfach nur Dienstleistungen online besser dargestellt werden, als sie vielleicht offline dargestellt werden. Und deswegen würde ich sagen, das ist nicht wirklich ein Wechsel in der Seite, sondern es ist eher wieder das machen, was wir bereits in den letzten 10 Jahren gemacht haben. Und das ist eben dementsprechende Unternehmen aufbauen und hoffentlich groß werden lassen. Könntest du dir vorstellen, dass euer Board noch wächst, dass ihr vielleicht auch andere Unternehmer mit reinnehmt, dass ihr vielleicht so eine Art, keine Ahnung, Mentorennetzwerk aufbaut, dass vielleicht jemand nochmal Kapital reingibt oder so? Ist das angedacht? Also angedacht ist es aktuell noch nicht. Von der Finanzierung haben wir erstmal einen Finanzplan aufgestellt, der von uns für 3 Jahre finanziert wurde. Was danach passiert, dafür sind wir einfach zu jung. Also M-Cube gibt es seit 3 Monaten. Das heißt, wir können jetzt nicht wirklich aus einem riesen Erfahrungsbereich schöpfen.
ob das in 2-3 Jahren passiert. Ich halte es für eine Möglichkeit. Im Mentorenkonzept finde ich sehr, sehr interessant. Momentan muss man dazu sagen, können wir uns vor Pitches eher nicht retten. Das heißt, Mentoren sind meiner Meinung nach ja auch immer ein bisschen ein Instrument, dass man einen guten Dealflow aufrechterhält. Von daher, ich bin dem Mentorenkonzept gegenüber nicht verschlossen, glaube aber, dass wir auch sehr viele Stärken innerhalb des Teams schon haben. Von daher eher so eine Vielleicht-Antwort vielleicht. Okay, 2 Detailfragen noch zum Abschluss. Erstens, wie kommt der Name zustande? Zweitens, wie viele Companies fördert ihr eigentlich pro Jahr? Der Name kommt von Magic, also M-Cube heißt Magic Cube, denn ich finde, es gibt heutzutage 2 Formen der Magie. Die eine ist Kochen, man nimmt ein paar Zutaten und plötzlich, schwupps, hat man ein Gericht, was komplett anders schmeckt als die Einzelteile. Die zweite Form der Magie ist Programmieren. Man malt irgendwelche Runen auf den Bildschirm und plötzlich entsteht irgendwas Magisches. Das hat mich schon immer fasziniert. Von daher ist der Magic Cube und Cube natürlich auch etwas, was sich schön zusammensetzen lässt. Das zweite ist, wie viel Gründungen pro Jahr? Gründungen pro Jahr, ganz genau, exakt. 4 Gründungen pro Jahr wollen wir machen. Das ist schon räumlich bedingt. Das ist ein Präsenzinkubator, den wir hier haben. Das bedeutet, wir wollen jedes Jahr 4 Unternehmen hier wirklich aufnehmen. Und die haben eben diese 12 Monate, um zum Proof of Concept zu kommen und sollen dann dementsprechend eben auch raus. Das bedeutet, jedes Jahr 4 Unternehmen, die nach einem Jahr aber tatsächlich M-Cube per se auch wieder verlassen müssen. Gut, zum Abschluss. Mal so ein bisschen visionär sein. Du sagst, 12 Monate sind eure Zyklen. Wo steht ihr denn selber in 12 Monaten? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. In 12 Monaten haben wir hoffentlich von den 4 Unternehmen, die wir jetzt gegründet haben, 2 gut durchgebracht. Das heißt, dass 2 sehr erfolgreiche ausziehen. Man muss realistisch sein, mindestens 2 oder 3 werden es nicht schaffen, beziehungsweise so ein bisschen vor sich hin siechen. Das heißt, jedes Jahr möchten wir eigentlich ein Unternehmen größer rausbringen, und wenn wir das in 12 Monaten geschafft haben, dann bin ich schon ganz glücklich. Wenn dann quasi die nächste Klasse einzieht, die nächsten 4 Startups hier am Start sind und wir eins dabei haben, was wirklich schon einiges vorweisen kann, dann würde ich sagen, sind wir ziemlich zufrieden. Sehr gut, dann drücken wir alle für diese Vision die Daumen, danken dir für das Gespräch und Schlusswort noch? Ja, jeder, der eine gute Idee hat, insbesondere wenn es hemdsärmlich ist und er glaubt, dass das Ruhrgebiet der Startup-Szene ihn aufnehmen sollte, der soll sich doch bitte bei uns bewerben. Hemdsärmlich, okay. In diesem Sinne viel Erfolg und tschüss.